Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier bei Wolfenstein The New Order. Ich lasse die Läufe vorlaufen hier und dann mache ich nichts. Wir sind hier bei der zweiten Kanone. Wir haben beim letzten Mal tatsächlich geschafft, diesen Kampfläufer auszuschalten. Ich bin echt mega erstaunt, dass das überhaupt möglich ist. Ich glaube, wir müssen jetzt diese Maschine hier rausballern, dass wir da lang können. Und dann kommen erstmal Gegner. Und die schieße ich auch gerne ab. Boom. So, das Ding. Nein. Noch einer. Moment mal. Mist, ich kann diese Waffe nicht mehr aufnehmen. Das ist ja blöd. Dann mach ich die erstmal fertig. So, hallo. Boom. Disintegrated, würde ich mal so sagen. Ah, hier, da. MG46 heißt das hier. Okay. Nun gut. Mit mehreren rotierenden MG42 Läufen. Das ist ja wohl auch mal heftig. Als wenn das Ding nicht so schon eine hohe Feuerrate hatte, dann muss man die noch weiter vergrößern. Das klingt logisch. Kappa. So. Jetzt müssen wir hier hoch. Och, die drei haben sich auch verabschiedet hier. Munition wieder voll. Oh, hallo Cockpit. So. Auf geht's. Was ist das? Auch Munition, Munition. Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nö, höchstens da drin. Oh, okay. Ah, nicht fast. Lol. Alles klar. Hier, ich helfe Ihnen hoch. Private Wyatt, guter Junge. Sie haben sicher noch die Gelegenheit, sich zu revanchieren. Ja, Moment, ich muss aber noch hier rein, weil ich habe ein Fragezeichen hier gesehen. Erstmal schön die Immersion breaken. So, diese Waffe wird so gut wie gar nicht genutzt, aber okay. So, was war hier? Ah, ein Enigma-Code, 1-3. Wir haben, glaube ich, bisher alle Fragmente gefunden, kann das sein? Jo, sehr gut, okay. Dann ab zu Private Wyatt. Passt auf, Jungs. Jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetruppen ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Das macht die Sache. Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verrückt und unerschrocken. Willkommen im Krieg. Private, übernehmen Sie. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Und eine ziemlich eklige Wunde, Private. Kümmern Sie sich drum. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten, aber wir Sir, haben schon... Sir, meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Nur die Nerven. Ich weiß einen Trick. Einatmen, bis vier zählen. Ausatmen, bis vier zählen. Das war's. Also macht euch bereit, Leute. Diesmal bringen wir es zu Ende. Und jetzt los! Los, Bewegung! Los! Wollen Sie Wurzeln schlagen? Das hier ist Krieg, kein beschissener Sonntagsspaziergang. Ein gutes Team. Wie Vater und Sohn. Also gut. Captain Bleskovic, Gates, Benson, Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch, suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Wir geben Ihnen von hier unten aus Feuerschutz. Sobald die Tür offen ist, gehen wir rein, kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Hier! Okay. Hallo. Da fliegt einer raus. Oh. Entschuldigung.
Bin gleich weg. Autsch. Eieiei. Komm ich hier wie vorbei? Oh Mann. Alles sauber, na denn. Wer ist denn hier wohl die größte Kakerlake, mein Freund? Du ja wohl. So, tschüss. Hast geschafft, Sir! Einfach weiter! Ich habe ihn nicht gesehen. Na toll. Und noch ein getötet, General. Führte gut. Einer von uns beiden wird heute sterben. Na, ist klar, wir sind auf jeden Fall ziemlich angepisst. Zu Recht, würde ich mal behaupten. So, wir haben ja keine Karte. Wir müssen also dringend eine Karte des Gebietes bekommen. Nicht, dass wir hier noch irgendwo etwas liegen lassen und vergessen. Bereich freihalten. So. Jetzt ist der Bereich sowieso nicht mehr frei. So. Hier unten jetzt irgendwo hin. Was mit dem Apparillo? Kann man hier irgendwas machen, ne? Ja, hat ja gut geklappt. Aua. Fallgitter. Nicht auf dem Gegengewicht stehen. Öffne das Tor. Haben wir geschafft. Und dann lassen wir uns mal hier runter. Alles klar, ihr geht rein. Ihr geht rein und ich wechsle mal auf die Schallgedämpfte. Hallo Freunde. Oh, Signale ohne Ende. Triff dich mit den anderen. Das Leben der anderen quasi. Upsala. Nein, er dreht sich um. Er dreht sich um, er dreht sich um. Oh Mann, 5 Meter nur. Ah, das war nix. Hä? Keine Granaten mehr? Scheiße. Oh nein, nicht schon wieder so ein Otto. Was macht der denn hier? Hallo? Granate. Fuck. Oh, das war's. Okay, extreme Schwierigkeit und entdeckt werden ist hier gerade echt schief gegangen. Oha. Das war ja mal ein kurzes Gastspiel hier im Schloss. Aber das war auch extrem blöd. Ich wusste nicht, dass man den unbedingt sofort ausschalten muss. Aber wenn das so ist... Tschüss. Dann eben tschüss. Na? Was geht hier vor? Ja, was geht hier vor? Was geht hier vor? Okay, ein Hemi ist weg. Oh, hier ist der eine Offizier. Auch weg, jawohl. Speer 2. Und der andere ist 22 Meter weit weg. Okay. Dann können wir uns hier erstmal ein bisschen umsehen, hoffe ich doch. Ei, ei, ei. Hängt hier noch was an der Wand? Nein. Hier ist noch so ein goldener Kelch. Ein Kelch, der nicht an uns vorübergegangen ist. Haha. So, schöne Bilder von schönen, nein, hässlichen Nazis. Okay.
Der Offizier geht noch weiter weg. Okay, der andere ist also wirklich ganz woanders. Hui! Da haben wir mal Glück gehabt, dass wir das jetzt hier geschafft haben. Ach, da hinten ist er. Tschüss, todsicher. Oh Gott, die ganzen Vorteile sofort freigeschaltet. Muss ich mal gerade nachgucken. Kann ich die irgendwo hier... Ah, da. Erhöht den Schaden eines Kopftreffers, während du durch ein Visier zielst. Das ist schon mal gut. Speer 2. Kommandanten werden auf der Karte angezeigt. Und wir können Messer werfen. So, Messerscheide, zusätzliches Messer. Leiser Schuss. Heimliches Töten mit schallgedämpfter Pistole. Dann gibt es irgendwann den Schaden der Pistole mit Schalldämpfer erhöht. Heimlich töten, das gibt irgendwann Attentäter. Okay, nun gut. Zumindest können sie sich keine Verstärkung mehr holen. Alles klar. Eine Karte wäre jetzt nicht schlecht, ne? Also zumindest haben wir hier schon ein paar Fragezeichen aufgeschrieben. Ah, wo ich es gerade sage. Karte des Schlosses, sehr schön. Okay, wollen wir mal ganz vorsichtig hier... Hier weiter gucken. Na, hier lang geht's, glaube ich, zu dem Fragezeichen. Verschlossen. Das ist natürlich unpraktisch. So, jetzt sind wir hier. Tschüss. Schießt weiter und er hat noch nicht mal geschossen. War das eine Aufforderung an mich? Hat funktioniert. So. Hier unten kann man auch noch hin irgendwie. Da unten ist zum Beispiel noch ein Enigma-Code, sehe ich. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Frage ist... Autsch, alter Gang. So. So, Code 14 freigeschaltet. Das war nämlich hier, genau. So kam man hier hin. So. Und hier geht's anscheinend wieder raus. Ach, da sind wir jetzt hier oben rausgekommen, wo wir eben reingucken konnten. Hallo, Freund. So, das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Ja. Können weiter. Sehr gut. Wir können weiter. Da ist wieder ein Hund. Oh, oh. Ich hasse Hunde. So, der Hund, der gammelt da vor sich hin. Wo ist der Typ? Ist jetzt die Frage. Denn wenn der uns sieht, dann haben wir ein Problem. Hier ist auch irgendwo noch ein Fragezeichen. Ah, da ist er. Da ist er. Tschüss. Da war er. Da ist noch der Hund. Am besten von hinten ausschalten, denke ich mal. So, mein Freund, das hat sich erledigt. Wäre sonst echt für Hunde, aber nicht für diese hier. Oh Mann. So, wir könnten uns Panzerung nehmen. Ich glaube, das geht aber nicht. Und er hier, ach, wie praktisch, muss mal sein Schwert gerade rückt bekommen. Und dann kriegen wir eine Tür geöffnet. Wie geil ist das denn? Nice. Oh, hier geht's ganz tief nach unten. Und hier geht es... Ach, hier geht's da oben. Ach, da wollte ich aber noch gar nicht hin. Nee, nee, warte, warte, warte. Wo war denn hier? Ach, hier, guck mal. Goldenes Schwert. Nice. Das war das Fragezeichen also. Okay. Ja gut, dann haben wir das ja auch gefunden. Sehr schön. So, dann haben wir hier unten auch alles abgegrast. So, der Offizier ist da oben jetzt noch am Rumgammeln.
So, kann jetzt hier durch die Dinger durchgucken. Offizier ist aber nicht hier. Hier ist auch noch mal eins. Okay, wir behalten uns das mal in Erinnerung. Tschüss. Gespräch wurde übrigens aufgelegt. Ich verstehe, Herr General. Zack. Schien mir ein guter Zeitpunkt zu sein, das Gespräch zu beenden. Ich verstehe, Herr General. Zack. So. Alles klar. Der ist weg, aber seine Kollegen sind natürlich noch da. Hier. Ist angeblich noch... Ach, guck mal hier. Enigma-Code-Fragment 1.5. Ich glaube, wir haben tatsächlich bisher alle gefunden. Zwei fehlen nur noch. Okay, hier kann man hoch, aber das bringt nichts. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal wieder zurück zu unseren Sichtschlitzen, weil dort kann man ja vielleicht eventuell durchgucken. Irgendwer läuft hier auf jeden Fall lang. Tschüss. Noch mehr? Oh, der ist natürlich weit weg, ne? Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Er schreit einmal kurz, aber einer weniger. Schadet bestimmt nicht. So, Freunde. Gott sei Dank, ey, dass der direkt zu sehen war. Oh. Unser Kamerad hier ist auch weg. Eieiei, das war ja schon recht lucky. Das hätte auch schief gehen können. In mehrfacher Hinsicht. War hier noch irgendwas? Nee. Hier ist nur Essen auf dem Tisch. Brot und Wein und Coca-G. Hier müssen wir sogar lang. Hier sind wieder ganz tolle Porträtfotos. Munition haben wir genug. Der hier oben ist auch erledigt worden. Okay, ich glaube, wir müssen tatsächlich in die andere Richtung. Wir haben auch alle Fragezeichen schon erledigt. Ah, hier. Leiser Schuss, nice. Okay. Hier wäre man, glaube ich, die Treppe hochgekommen. Das wäre wesentlich schwerer gewesen. So, hier ist ein Hundenapf. Gibt es dazu auch noch irgendwo einen Hund oder ist er einfach nicht da? War der jetzt da oben? Kann natürlich auch sein. Okay, eine leichte Munition. Das hat sich ja gelohnt. Wir marschieren mal weiter. Okay, werden beschossen. Und kriegen direkt einen Headshot, sehr gut. Oh. Ach, guck mal da. So, wo müssen wir hin? Dahin rüber, nach links. Ja, okay. Der ist rausgeschossen. Da sind auch noch mehrere. Da ist noch einer. Überall fliegen sie weg. Sehr gut haben wir das gemacht bisher. Scheinen auch erstmal alle zu sein. Lad sie nach, um Himmels Willen.
Jo, macht mal. Lassen Sie sich Zeit. Die wollten gerade irgendwas dahin schieben. Das haben wir ja verhindert, das ist doch gut. Ach, guck mal, hier ist ein MG wahrscheinlich, ne? Wie wär's denn mit uns zwei? Ich hab gehört, das macht Spaß. Rums. Ach, das sind unsere. Ups. Hiha! Oh, das hatte gerade. Nein! Ach Gott, ich depp. Nein, das wollte ich gar nicht. Jawollo! Weg mit euch, ich sehe euch blau blinken. Da oben ist noch einer. Den ersten haben sie es aber schön gezeigt. Gute Arbeit, Captain. Gut, alle Mann für den Flugzeugtruck. Blaskovic, wir treffen uns doch. Okay. Bewegung, Junge. Ei, ei, ei. Jo, das war ganz schön heftig, aber ich würde sagen, wir haben auch genug geballert für heute. Ich mach mal Folgenende hier und wir rücken weiter zu General Totenkopf vor. Hoffentlich schaffen wir es noch. Das wäre hier sehr, sehr nice, aber anscheinend braucht es noch ein bisschen, bis wir da oben sind. Also, liebe Leute, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tastenhauer sagt Tschüssi!